Guten Morgen und willkommen zu diesem Video. Ich nehme dich ein kleines bisschen mit. Ich packe hier gerade meine Sachen für die Vorlesung. Heute ist Freitag. Und das soll ich sagen, ich bin sehr verzweifelt. Ich erzähle dir später, wieso. Ende der Woche ist auch wieder Pflänzchengießtag. Ich muss sagen, ich habe gerade so ein bisschen Probleme mit meinen Pflänzchen. Also meine Palme, der geht es richtig gut. Mit Palmen habe ich aber auch extrem viel Erfahrung. Also mit denen habe ich schon mein Leben lang quasi gefühlt gearbeitet. Die hier, das war ja so ein bisschen ein Versuch. Also das ist ja so die Backup-Pflanze. Falls die hier abkratzt, dann habe ich die noch. Die hier ist mir gerade so ein bisschen am, ich weiß nicht, am Sterben. Schau mal, die hat so ganz, ganz braune Blätter und auch hier unten immer wieder welche. Es liegt definitiv nicht am Gießen. Also ich schaue immer, dass der Boden so ein kleines bisschen feucht ist. Wenn ich jetzt so reinfasse, ist der auch relativ. Also das, ja, noch mehr Gießen, keine Ahnung. Ich habe Angst, dass sie dann einfach, weiß ich nicht, fault oder so. Oh Leute, habt ihr da irgendwelche Tipps? Das ist übrigens eine Diefenbachia. Ja? Das ist meine erste Pflanze dieser Art. Und ich bin gerade mit der echt ein ganz bisschen überfordert. Also, wenn ihr euch auskennt mit Diefenbachias, bitte Tipps an mich. Danke. Apropos, ich muss jetzt erstmal noch mein Abendessen machen. Was brauche ich dafür? Eigentlich nichts tatsächlich. Eigentlich nur das hier. Und ein Messer. So, wer hätte es gedacht, es gibt Melonenfetersalat. Das könnte ich im Sommer echt jeden Tag essen. Das ist absolutes Sommer-Favorite-Food, würde ich sagen. Das werde ich jetzt auch ganz gemütlich und ganz genüsslich futtern. Dann gehe ich duschen. Und morgen, da werde ich mich jetzt finally um dieses Projekt kümmern. Ich habe es echt lange von mir hergeschoben. Aber ich fühle mich jetzt so mental bereit, das anzugehen. Wisst ihr, was ich meine? Es dauert bei mir manchmal ein bisschen, bis ich so denke, dass ich das hinkriege und dann. Und von jetzt auf nachher baller ich das wahrscheinlich an 2 Tagen durch oder so. Egal, das machen wir morgen und ich hoffe, es klappt. Und das macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Ich erzähle dir dann, wieso und weshalb. Wochenende ist bei mir auch jedes Mal Zimmerputztag. Das heißt, wir saugen jetzt erstmal noch das Zimmer. Dafür kann ich den Staubsauger oben holen. In den Küchen steht immer ein Gemeinschaftsstaubsauger. Den kann man dann holen, kann den dann benutzen und danach einfach wieder hochbringen und zurückstellen. Ein Nachteil ist aber, dass die übel stinken. Ich weiß nicht, was mit diesem Staubsauger los ist. Dann stinkt das ganze Zimmer danach. Da muss man erstmal große Lüftaktion machen danach. So. So Regalbretter und sowas, die staube ich einfach ab. Da fahre ich einfach mit dem Lappen und Wasser ein bisschen drüber dann, damit sich da der Staub nicht ganz so arg sammelt. Staubwischen wirklich zweimal die Woche. Schau mal. Einmal drüber. Zio. Das ist so krass. Und ganz am Ende, da mache ich einmal das Becken im Bad, weil ich da ja immer den staubigen Lappen auswaschen muss und dann ja jedes Mal wieder neu Dreck und Staub da dran kommt. Das heißt, es gibt dann quasi das Putzfinale. Dafür benutze ich dann aber auch, auch genauso wie fürs Klo, für die Dusche, einfach so ein bisschen Badspray. Genau, und dann bin ich auch schon fertig. Der Tag heute und dieses Wochenende steht ja ganz im Namen des Projektes sozusagen. Und so also langsam brennt mir auch so ein bisschen die Zeit unter den Fingernägeln, weil in knapp 3 Wochen ist nämlich Abgabefrist, da ist meine Deadline und ich muss das machen. Und ich habe bisher die Überschrift. Also läuft bei mir. Na Spaß, ich habe natürlich schon unglaublich viel Zeit reingesteckt zum Recherchieren und zum Material sammeln und so weiter. Jetzt muss ich es halt noch schreiben und es sind zwar nur 10 Seiten, aber trotzdem, das ist so ein Prozess, ja. Und ich, keine Ahnung, ich will das halt gescheit machen und deswegen muss ich mir da viele Gedanken machen, ich weiß auch nicht. Ja, und keine Ahnung, das Schicksal hasst mich wieder gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, wirklich, ne? Es gibt hier ja, also hier auf dem Campus ist ja Bayern WLAN und das Bayern WLAN war immer zuverlässig. Immer. Also ich glaube, seit in diesen 2,5 Monaten, wo ich jetzt in dem Abschnitt hier bin, wo ich das Bayern WLAN nutze, hier in dem Wohnheim, war das vielleicht an 1, 2 Tagen mal irgendwie zickig. Sonst hat es immer Premium richtig gut funktioniert, gar kein Problem. Und jetzt, wo ich am Wochenende wirklich, ohne Scheiß, jetzt, wo ich heute am Wochenende mein Projekt machen will, wo ich das Internet einfach zwingend brauche, meint es Bayern WLAN einfach, nö, nö, wir funktionieren einfach nicht mehr. Und zwar ab genau gestern Abend, also Premium. Geil, nicht. Das heißt, ich kann nicht arbeiten so. Ich meine, das Internet anzumelden ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Man klickt halt unten auf diesen Weltbubble, dann klickt man halt auf das Bayern WLAN, auf Verbinden und dann kommt halt diese Internetseite einfach, wo man sich dann Bayern WLAN verbinden kann. Beziehungsweise, wenn man noch zwischendrin mal rausgeflogen ist, dann muss man es ja nicht extra wieder anklicken. So, auf jeden Fall. Das tut's aber nicht.
Das tut's aber nicht. Es meldet mich nicht an. Es sagt, ich habe kein Internet. Aber es ist da, es ist da. Es ist bloß, es funktioniert nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das Ding ist, Leute, wirklich, alle durchschnittlich 10 Minuten fliege ich aus diesem Internet raus und versuche zwischen 3 und 5 Minuten mich neu zu verbinden. Und manchmal klappt es auch gar nicht und ich muss 10 Minuten warten oder einen PC neu hochfahren oder irgendwas. Und es ist wirklich, also ungefähr ein Drittel der Zeit verbringe ich damit, mich über das Internet aufzuregen und mich zu versuchen, mit dem Internet überhaupt wieder zu verbinden. Weil ohne Internet kann ich nicht arbeiten. Ich muss es ja aufrufen, ich muss ja recherchieren und ich bin sehr verzweifelt. Ich bin sehr verzweifelt, weil damit geht mir halt einfach wirklich ein Drittel vom Tag durchschnittlich flöten für nix. Und das macht es jetzt zeittechnisch gerade nicht besser. Also ist gerade so mittel, ja. Und keine Ahnung, ich reg mich jetzt gerade echt ein bisschen auf darüber. Weil, wie gesagt, das Internet hier an der Hochschule, das war bisher wirklich immer super, super. Kein Problem. Und jetzt in diesem Wochenende, wo ich mein Projekt mache, macht das Internet einfach nicht mit. Mein Glück wieder, Leute, mein Glück. Deswegen ist mein Plan einfach, abzuhauen morgen, in die Stadt zu gehen und mich einfach da, keine Ahnung, voll drei, irgendwie ein Vierteltag oder so in das Café reinzuhocken und da das Internet von dem Buchladen nebendran anzuzapfen. Weil, I'm sorry, ohne Internet kann ich nicht arbeiten. So. Und das ist gerade irgendwie meine einzigste Möglichkeit, wie ich dem gerade irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehen kann, weil... Klar, also ich kann auch einfach mein Projekt nicht abgeben und sagen, cool, Internet hat nicht funktioniert, aber das interessiert halt keinen, weil das ist dann nachher am Ende mein Problem. Deswegen muss ich gucken, wie ich es mache. Mein Puls ist auf ungefähr 780, Leute, wirklich. Das regt mich wirklich auf, aber naja, wir machen das Beste draus. Das heißt, ich habe einen Grund, sehr viel Kaffee zu trinken in meinem Lieblingskaffee. Also gehen wir da jetzt einfach hin und versuchen, das Internet abzugreifen da. Im Café habe ich mir einen Eiskaffee-Latte geholt und das Internet hat funktioniert. Vielen Dank, lieber Buchladen, der rettet mir gerade echt so ein bisschen den Hintern. Und das ist der Status Quo zu diesem Zeitpunkt. Die allgemeine Feststellungsklage nach § 43.1 VWGO, darüber schreibe ich und ich habe bisher nur die Überschrift. Ich war echt lange dort. Irgendwie nach 2 Stunden habe ich mir einfach noch einen Kaffee geholt und noch gearbeitet. Und ich bin wirklich gut vorangekommen. Schau mal, ich habe mega viel geschafft für diesen einen Tag. Ich war da jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 4,5 Stunden oder so. I'm sorry, liebes Café, aber es ging halt leider nicht anders. Genau, also ich bin wirklich gut vorangekommen. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen Schreibfehler korrigieren und Form und so. Und die Quellen, die mache ich dann noch unter der Woche. Auf dem Rückweg bin ich noch kurz spontan einkaufen gegangen, weil ich einfach mit dem Auto unterwegs bin aktuell wegen Sport und deswegen das Wasserkaufen richtig praktisch ist, weil ich das dann einfach nicht so weit tragen muss. Und irgendwie ist es doch ein bisschen mehr geworden als Wasser. Zeige ich dir im Wohnheim gleich, was alles mitgegangen ist spontan. So, wir sind wieder da. Guck mal, mein Tisch ist gerade zwar ein bisschen belagert. Ich habe nämlich ein Puzzle angefangen. Schau mal, wie wunderschön dieses Motiv ist. Richtig traumhaft. Also da kriege ich richtig Fernweh, wenn ich das sehe. Aber es passt perfekt auf meinen Tisch drauf und ist gerade einfach angenehm. Habe ich von zu Hause mitgenommen, habe ich noch gar nicht gemacht. Das heißt, das werde ich am Wochenende mir mal gönnen. Ich stelle dich jetzt einfach mal hier mitten rein, damit ich dir zeigen kann, was ich letztendlich gekauft habe. Also natürlich Wasser, weshalb ich eigentlich tatsächlich auch im Laden war. Allerdings ist es irgendwie nicht so ganz bei Wasser geblieben. Schau mal, ich habe vegane Mini-Würstchen gefunden. Und zwar normalerweise hole ich immer die von der Marke. Ich wusste gar nicht, dass Lidl die auch hat. Und von der Lidl-Marke Vomondo habe ich die jetzt gesehen. Das heißt, die werde ich mal ausprobieren, ob die genauso gut sind. Das mache ich jetzt einfach voll live. Die sind weicher wie die von der Marke. Gummeliger. Schmecken weniger nach Wurst. Und schmecken mehr eiig. Oder haben die Konsistenz von einem ganz festen Ei. Ich weiß nicht. Schmecken irgendwie geil, aber es sind weniger wie Wurst, wie die von Wiesenhof. Macht aber nichts, weil ich benutze das Zeug ja nicht, weil ich Veganer bin, sondern weil es mir schmeckt und weil ich das ergänzend, um mein Repertoire zu erweitern, benutze. Dann habe ich... einmal Schlupfkrapfen, die waren im Angebot, das fand ich ganz interessant einfach. Da gab es mit Kraut, aber ich mag kein Kraut.
Die gab es aber auch mit Spinat und Ricotta. Das fand ich sehr spannend. Und außerdem habe ich noch einen alten, so ein schmandartiges Mini-Restchen im Kühlschrank. Das heißt, da kann ich dann so eine Quark-Schmandsoße draus machen. Schmeckt dann ganz gut. Und was ein bisschen eskaliert ist, ich wollte eigentlich, wie gesagt, keine Melone kaufen, aber irgendwie habe ich doch eine Melone gekauft und irgendwie ist sie ein bisschen größer geworden als geplant. Also sehr viel größer als geplant, weil geplant war gar keine, deswegen. Aber ich muss dieses Wochenende wieder hier bleiben, weil Domi nämlich am Samstag arbeiten muss und ich quasi dann nach Hause fahren würde und dort auch alleine wäre, also nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, ich muss meinen Frust ertränken in einer gigantisch großen Wassermelone. Oh mein Gott. Wenn du dich jetzt fragst, wie ich die in mein Kühlschrankfach kriege, das frage ich mich auch. Ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich gerade trotzdem total. Weil ich da ja immer Feta-Salat draus mache, habe ich auch noch 2 Päckchen Feta mitgenommen, beziehungsweise Hirtenkäse. Und was richtig cool ist, die Melone hat zwar 8 Euro gekostet, aber da esse ich halt auch 4-mal komplettes Hauptessen, also Abendessen dran. Und wenn ich das jetzt noch hier mit jeweils 1,80 dazu rechne, dann sind wir bei 2,90 Euro pro Abendessen. Kann man machen. Duschen ist fertig, Haare waschen ist fertig, die lasse ich Luft trocknen, so wie immer. Und Abendessen ist auch fertig. Da habe ich einfach Schlutzkrapfen gemacht. Die sind gefüllt mit Ricotta und Spinat. Und dazu habe ich so eine Soße gemacht aus Magerquark und ein bisschen Milch und ein bisschen Nudelwasser und ein bisschen Salz. Da kommt jetzt noch Pfeffer und Paprika oben drauf. Das war's. Hat 39 Gramm Eiweiß. Ist es nicht wundervoll und einfach. Lecker. Damit schließe ich auch dieses Video. Meine Verzweiflung gefühlt ist ein bisschen weniger geworden, was das Projekt angeht, auch wenn ich noch lange nicht am Ende angekommen bin. Aber der Tag war auf jeden Fall produktiv und ich bin ein gutes Stück weiter. Naja, wir werden sehen, wie es dann laufen wird und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.